Hallo, bin ich Marcel, mache hier am Reisen vor den West weiter auf der PS5, mache hier Hauptmission weiter, jetzt zurück in die Basis gekommen, der Tür reinkommen und das ist das, die jetzt gerade kommt. Besserwisser ist hier. Du weißt schon, dein Fokuskumpel, Danny lächelt. Ich habe ihn einfach mal in dein Zimmer geschickt. Okay, danke. Fokus-Typ, nicht lächeln. Ist das für einen? Nun, Ah, du. Silence, hast du endlich eine Tür gefunden, die du allein öffnen kannst? Ich freue mich, dass es sie gibt. So musste ich mich nicht mit deinen Freunden herumschlagen. Genug geplaudert. Ich denke, du schuldest mir eine Erklärung. Deine Pläne für die Zenith-Basis. Das stimmt. Ich schulde dir was. Einen Speer durch die Kehle, weil du mich belogen hast. Dort im Hades-Labor. Ich bezweifle, dass du mich deswegen hergebeten hast. Nein. Ich brauche deine Hilfe. Also bekommst du eine letzte Chance. Aber wenn du mich je wieder hintergehst, töte ich dich, egal wie die Umstände sind. Verstanden? In Ordnung. Obwohl wir beide nicht mehr viel Zeit haben, wenn du es nicht schaffst, dass wir in die Basis kommen. Hey Leute, ein anderer Gast ist hier. Sie, kommt zu dir. Danke. Gutes Timing. Ehrlich gesagt, ich kriege uns nicht in die Basis. Aber sie schon. Deine Freunde sind ja noch schlimmer als gedacht. Du magst keine Überraschungen, oder? Schau mal, ist das deine kleine Erfindung? Funktioniert die Waffe? Ohne Selbstzerstörung? Aber natürlich. Ich habe die Makel ausgebügelt, das Design und die Wirkung verbessert. Wie können wir sicher sein? Soll ich es vorführen? Genug, ihr beiden. Es geht uns allein. Zumindest jetzt. Rede mit Erend. Sag ihm, dass ihr eigene Zimmer braucht. Ich komme euch besuchen, wenn ich kann. Oh nein, erst du. Traut ihm näher. Ich sollte alle im Kontrollraum versammeln, damit Tilda uns sagen kann, was sie über die Zenith-Basis weiß. War nicht schön. Ich glaube, ich hätte noch etwas können. Brauchst du etwas? Ich kann mir jetzt herstellen. Jetzt haben wir die Sachen geholt. Jetzt haben wir die Brücke mal abgeschlossen. Die können wir auch machen, okay. Ja, das langt der Bälle noch nicht, das langt auch noch nicht, das auch noch nicht. Den Rest können wir noch nicht. Aber wir schon die Brücke. Ah, du bist zurück. Warte mal schön. Und dann noch etwas herstellen. Upgraden.
Okay. Die Energiezelle unten einzustecken, hat diese Hologramme eingeschaltet. Hier ist jetzt ziemlich viel Zeug. Von Alva, Erend und Kotalo, schätzt dich. Die Rohangen sieht süß. Ah. Da bist du ja. Okay. Willkommen zurück, Aloy. So, bis zum Holder. Baute hier nicht. So. Jetzt sind wir eigentlich kampfbereit, denke ich. Dann möchte ich noch ein bisschen auswerten. Oh, alles auf Maximum. Da nicht ganz, aber... Ich dachte, dass ich da vergegnen kann, aber das noch ein bisschen upgraden. Okay, vielleicht sollte ich alle versammeln, damit Tilda uns aufklären kann. Aber gibt es... Ah. Okay, Leute, ich brauche euch sofort oben im Kontrollraum. Okay, Leute, wir alle wissen, worum es geht. Beta, Gaia und um das Leben auf der Erde. Die Zeniths wirken vielleicht unverwundbar, aber das sind sie nicht. Wir sind stark genug, in ihre Basis einzubrechen und sie zu besiegen. Uns hilft sogar eine von ihnen. Tilda, zeig uns die Basis. Sie wurde auf den Ruinen einer alten Militäranlage auf einer Insel im Südwesten errichtet. Ich kann uns dorthin... und hineinbringen. Unentdeckt. Wie genau? Das wirst du später sehen. Wenn wir drin sind, ist das Bauwerk unser Ziel. Der Startturm. Gaia und Beta werden oben gefangen gehalten. Doch auf dem Weg werden wir starken Widerstand spüren. Hauptsächlich von Gerard, Eric und den anderen. Aber sobald ich ihre Schilde deaktiviert habe, sollten sie kein Problem mehr sein. Aber es ist leichter, das Gerät einzusetzen, wenn es jemand anderes trägt. Jemand mit ordentlich Kraft. Etwas tragen? Das schaffe ich. Selbst wenn dein Gerät funktioniert, wird ein Schwarm Phantomdrohnen auf uns warten. Hätten wir nur eine Armee, die sie besiegen könnte. Das habe ich im Griff. Das wirst du später sehen. Okay. Wir treffen uns wieder, bevor wir reingehen. Wo ist der beste Treffpunkt? An der Küste, direkt gegenüber der Insel. Wenn wir da sind, zeige ich euch den Weg. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich am Treffpunkt bin. Dann kommt ihr dazu. In der Zwischenzeit
tut alles, um euch vorzubereiten. Verstanden? Der Regaler fällt aber noch, oder nicht? Das ist falsch. Ah nein, die ist dort. Im Helm. Ihr beiden? Auf ein Wort? Tilda half mir beim Kontakt mit Beta. Sie hatte etwas Wichtiges zu sagen. In der Basis gibt es eine Vorrichtung, die Regulator genannt wird. Hier. Wenn wir drin sind, müsst ihr zwei euch von den anderen trennen und ihn zerstören. Also bringt Sprengstoff mit. Dann halten wir die Drohnen auf. Alles hängt davon ab. Seid ihr dabei? Danach müsst ihr einen Weg finden, das Zenith-Netzwerk zu infiltrieren. Wie? Geht alle Daten durch, die Beta zurückließ. Sie wusste einen Weg, da bin ich sicher. Okay, aber wieso? Was ist denn mein Ziel? Finde Informationen über die Zeniths. Alles, was Tilda uns verschweigt. Mit einer Sache hatte Silence recht. Wir können ihr auf keinen Fall vertrauen. Ich versuche es. Pass auf sie auf, okay? Bei meinem Leben. Okay. Okay. Schon fast Zeit, sich um Beta und Gaia zu kümmern. Gemacht. Vielleicht sollte ich zuerst nach allen sehen. Dich zum Treffpunkt. Okay, falsch. Bis zum Übergehen. Ich höre alle, damit sie auch alles den Standort bekommen. Oder gefunden. Endlich hört es auf zu regnen. Die Fahrt rufen, ja. Wenn du weitergehst, wirst du in Singularität eingeschlossen und die von Welten wird für die Dauer fest nicht zur Verfügung stehen. Ja, ja, ist gut. Haben sie bereit. Okay, Leute. Ich bin am Treffpunkt. Es wird Zeit, Beta und Gaia zu retten. Verstanden, Aloy. Wir sind unterwegs. Aloy. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück. Eierkopf wollte partout nicht mit den anderen reisen. Theoni. Sind alle da? Dann legen wir los. Ein Tunnel. Ein alter Fluchtweg aus den Ruinen auf der Insel. Als mir klar wurde, dass man damit über das Wasser kommt, ich dachte, man kann so unentdeckt kommen und gehen, also hielt ich ihn vor den anderen geheim. Hm.
Wollen wir? Okay, gespannt. Ich wünschte, es gäbe einen geruchloseren Weg in die Basis hinein. Stimmt. Da ist der Stadtturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr. Alles klar. Alva, Cotallo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Erend, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Taktisch klug, schätze ich. Was hat sie vor? In der Nähe ist ein Sensorknoten. Wenn ich mich reinhacke, sollte ich das Netzwerk lahmlegen können, damit ihr unentdeckt bleibt. Aber nicht lange. Dann sollten wir weitermachen. Eine Sache noch. Öffne den Kanal zu Beta, nur Audio. Aloy! Wir sind hier und kommen dich holen. Du weißt, was zu tun ist? Solange ihr euren Teil einhaltet. Werden wir. Bis bald. Pass auf. Los geht's. Kommt so schnell wie möglich zum Startturm. Ich versuche, unser Eindringen zu verschleiern. Vorsicht! Folge mir! Mach ich doch. Säure würde viel Schaden verursachen. Wieso handelt er dich? Wenn du bereit bist, jederzeit. Ja, ja. Nicht so hektisch. Sie ist von Frost bedeckt. Solange sie eingefroren ist. Ha! So wird's doch was. Hab ich gesehen. Ja, jetzt habe ich schon. Na, ich weiß gar nicht, wer ich. Das ist die Schwachstelle.
Müde, nicht da. Halb schnell, aber. Was schauen wir? Ja, weiß ich, kann gar nicht weg. Ah, sie explodiert. Ey, Glück, hä? Kacke, den ich wollte setzen. Hoch umsetzen. Ey, das Glück, hä? Stell dich ab, du Scheiße. Du bist noch nicht tot. Du hast überlebt. Okay. Ey. Da kommt doch nicht, ey, Leute. Hey, lauf, komm, nicht einschlafen. Ja. Ja, maar dat is een besiegt. Wat doe je dan, Stefanie? Yeah. Ik glaube, du hast recht. Was gefunden? Ja. Ich glaube, da oben ist eine Höhle, durch die wir durch den Berg kommen. Klettern wir da hoch. Ja, toll, ist toll. Haha, da war drauf gewesen. Ah, super. Ja, da war auch. Danke, Ben, das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Tschüss zusammen.